In diesem Video möchte ich euch kurz zeigen, wie man jetzt einen solchen Winkel misst. Bezeichnet haben wir ihn schon. Dieser Winkel hätte hier seine Pfeilspitzen und deswegen würde er heißen ASB. Nur, was verbirgt sich jetzt dahinter? Wenn wir einmal den Winkel ganz rum nehmen, also einmal ganz rum gehen, dann wären das sogenannte 360 Grad ein Vollwinkel. Das heißt, ich kann das immer hier kurz nachmachen, wenn wir das einmal rumdrehen, einmal einen ganzen Winkel nehmen, einmal ganz rumgehen, dann haben wir einen sogenannten Vollwinkel. Dieser Vollwinkel hat sogenannte 360 Grad, wird also quasi in 360 Teile zerlegt. Und wir wollen jetzt wissen, wie viele Teile hat dieser Winkel davon. Das Ganze messen wir mit einem Geodreieck. Das werde ich jetzt mal kurz anzeigen. Hier haben wir ein Geodreieck und um es zu messen, ist es eben wichtig, die Reihenfolge zu wissen. Wir wissen, dass der Punkt A über den Punkt S nach B gedreht wird, weil es gegen den Uhrzeigersinn geht. Deswegen müssen wir die Nulllinie unseres Geodreiecks auf den Schenkel legen, der gedreht wird. Das ist die erste Vorschrift, die wir hier haben. Die zweite ist, dass wir den Nullpunkt auf den Scheitelpunkt legen müssen. Und zwar muss das ganz genau passieren. Ich mache mir jetzt auch hier gerade alle Mühe, dass ich das trotzdem am Computer hinbekomme. Und jetzt haben wir hier oben eine Skala von 10 bis 180. Ja? Genau die Hälfte, nämlich von 360 Grad. Das ist quasi der Halbkreis. Einmal komplett rum wären ja 360. Deswegen hat ein Geodreieck immer nur 180. Hier beginnt es mit 0, hier ist 90. Aufpassen, es gibt noch eine zweite Skala, die geht genau falsch rum. Aufpassen, dass ihr bitte immer die richtige Rumskala, also von hier von 10 bis 180 seht. So, und jetzt kann ich hier ablesen. Wenn das insgesamt hier 10 sind, hier 20, hier 30, dann müssen es doch hier genau sein, ich hoffe, ich lese richtig ab, 38 Grad. Das heißt, was kann ich drüber sagen? Wenn ich das Geodreieck richtig angelegt habe, dann hat dieser Winkel jetzt 38 Grad. Die Frage war aber auch, was haben wir denn für ein Winkelmaß, wenn es außen herum gedreht wird? Nun, dann lege ich natürlich meinen Schenkel oder mein Geodreieck so hin, dass der Schenkel, der jetzt gedreht wird, dran ist, also eben nicht mehr den von A, sondern diesmal den von B, weil ja diesmal der Außenwinkel zu nehmen ist, und gehe dann mit dem Nullpunkt auf den Scheitelpunkt. Jetzt hört aber hier dummerweise mein Geodreieck auf. Das ist aber gar kein Problem, denn ich kann ja mir merken, dass das hier bereits 180 Grad sind und drehe es einfach andersrum. Das heißt, ich messe quasi ab dem Zeitpunkt, wo es 180 Grad waren. Ich hoffe, das habt ihr verstanden. Bis zu dieser Kante hier, wo meine Maus ist, sind es 180 Grad. Und das, was jetzt noch dazu kommt, sind 142 Grad. Das wird ja hier angezeigt. 180 plus 142 Grad sind 322 Grad. Jetzt hoffentlich habe ich es gerade richtig benannt im Kopf. Und dann habe ich das Winkelmaß von 322 Grad. Alternativ hätte ich natürlich auch das Winkelmaß hier dazwischen messen können. Dann wäre ich hier ja auch auf meine 38 gekommen. Und wenn ich weiß, dass alles zusammen 360 hat, dann muss ich ja nur diese 38 abziehen. Dann komme ich ja auch auf meine 342 Grad. Das war's.